Seid ehrlich, wenn ihr das Wort Lost Place hört, dann denkt ihr nicht an so ein Gebäude, sondern an so eins. Doch heute wird das Ganze etwas anders. Und zwar schauen wir uns ein komplett unberührtes Wohnhaus an, in dem nicht nur Strom, sondern auch die Heizung funktioniert. Eins steht fest, einen so schönen verlorenen Ort habe ich bis jetzt noch nicht besucht. Okay, Leute, was mich beunruhigt, die Heizung ist heiß. Warum lässt der Besitzer einfach die Tür offen? So geht hier das Licht an. Hier geht noch Wasser. Hier ist Polizei. Hier drin? Hier. Weil die haben auch so mit Walkie-Talkies, dass die piepsen können. Das Haus kann niemals seit 1990 leer stehen. Stand das Fahrrad letztens schon da? Hallo? Alter, Leute, guckt euch dieses wunderschöne Zimmer mal an. Hier wird sich aktiv drum gekümmert, dass hier kein Verfall entsteht. Es sieht nicht aus wie ein Lost Place, es fühlt sich nicht an wie ein Lost Place. Es steht aber leer. Moin? Hallo? Hallo? Paul, das ist ein anderes Level. Alter Schwede, ist das heftig. Krass. Alter, krass. Leute, guckt euch diese Zeitkapsel hier mal an. Das ist echt unglaublich, Leute. Wir haben uns erst nicht getraut reinzugehen, weil der Schornstein einfach qualmt. Hier drin läuft auch die Heizung, deswegen müssen wir hier auch aufpassen, dass wir hier nicht erwischt werden. Guckt euch das mal an. Riesengroße Schränke im Luxusstil vom allerfeinsten Frankreich-Stil. Dort die Wandlampen und hier einfach dieses wirklich gigantische Wohnzimmer. Guckt euch diese Ausmaße mal an. Wo findet man heutzutage noch sowas? Ich meine, allein so eine Ecke hier zu finden, ist schon wieder ein absoluter Gänsehautmoment. Also das ist heftig. Wenn man von hier auch mal wieder guckt, gucken wir mal, ob die Lampe da noch funktioniert. Tatsächlich, die Lampe funktioniert. Das ist ja mal wirklich der Hammer. Krass, Leute. Also wie gesagt, hier steht die Haustür einfach offen. Wir bleiben jetzt erstmal beim Wohnzimmer. Denn hier muss ich jetzt erstmal ein paar Fotos machen. Okay, Leute, was mich beunruhigt, die Heizung ist heiß. Das heißt, hier wird sich aktiv drum gekümmert, dass hier kein Verfall entsteht. Was ich halt nicht verstehe, hier ist alles voller Spinnenweben. Und warum lässt der Besitzer von dem Gebäude hier einfach die Tür offen? Paul dreht auch ein Video heute. Das ist mal was ganz Besonderes. Das ist das krasseste Haus, Lost Place-mäßig, was du so finden kannst. Genau, das ist einfach absolut Endgegner. Mega. Krank. Guckt euch mal diesen schönen Kronleuchter an. Die ganzen Bilder an den Wänden. Der Esstisch. Das ist halt so ein Ding. Es sieht nicht aus wie ein Lost Place. Es fühlt sich nicht an wie ein Lost Place. Es steht aber leer. Und ich verstehe nicht, um Gottes Willen, warum man bei so einem Gebäude die Tür aufstehen lässt. Ich meine, hier muss doch jemand danach gucken. Aber warum lässt man denn die Tür aufstehen für jeden Dieb einfach einen Zugang? Ist irgendwie komisch. Also Paul, was sagst du zu der Location? Hammer. Das... Wirklich? Nee, das ist... Wir haben erst gedacht, dass hier jetzt wieder jemand wohnt, weil der Schornstein gequalmt hat.
Aber wir waren ja mal schon mal hier, ne? Das ist aber fast ein halbes Jahr her. Was ich mich frage, Bart und Dom, sind Mähzeug? Nein. Was ist los? Die war letztens schon an. Was ist das? Eine Zeitschaltuhr. Für die Heizung. Aha. Das erklärt einiges jetzt. Weil hier sieht man, dass hier schon lange keiner mehr rein ist, ne? Halt diese schöne Deko hier. Das macht's halt aus. Und diese Vorhänge, es ist wirklich ein absoluter Traum. Wenn man sich hier mal anguckt, ist halt alles voll, ne? Also hier brauchst, ich glaube, das ist so ein Haus, hier kannst du nicht sagen, guck mal, das ist noch da. Hier kannst du dich wundern, wenn mal was nicht da ist. Ich meine, ihr seht's, so ein Schrank, was kostet so ein Ding? Das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Und so hochwertige Möbel zu finden, ist echt genial. Auch krass, hier der Schrank ist noch vollgestopft mit Gläsern. Einfach nur ein Träumchen, wirklich einfach nur ein Träumchen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal das Licht wieder aus. Oh mein Gott, guck mal, wie das aussieht, wenn die Stehlampe noch leuchtet. Krass, ich würde sagen, die machen wir jetzt auch mal aus. Wir gehen jetzt auch so langsam mal weiter, weil hier gibt es noch viel mehr zu sehen. Hier haben wir den Flurbereich. Hier geht es runter zum Keller und zur Garage. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier zur Weihnachtszeit verlassen wurde. Auch wieder überall haben wir hier Spinnen. Also man sieht schon, dass hier lange keiner mehr war. Hier haben wir Müll liegen von irgendwelchen... Also ich kann mir das nicht vorstellen. Generell kann ich mir nicht vorstellen, warum die Tür hier einfach offen steht. Es ist nicht schwer, diese Tür zuzumachen. Also kann ich mir hier auch nicht vorstellen, dass sich hier jemand kümmern soll. Kann man den runterfahren? Nein, das geht nicht. Schöner Spiegel haben wir hier. Okay, Leute, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich mache trotzdem jetzt einfach mal das Licht an. Guckt euch das mal an. Das hier könnte die zweite Maison Garfield sein, wenn ihr euch das mal so anguckt. Hier haben wir ein großes Garfield-Plüschtier. Hier stehen wieder haufenweise Kartons mit Sachen. Und hier auch wieder Schminkspiegel. Und wie nennt man das? Schminkschrank? Oder wie nennt man das? Da habe ich keine Ahnung. Auch wieder hier ein uraltes Telefon. Ich glaube, da nimmt auch schon seit Jahren keiner mehr ab. Im Großen und Ganzen wirklich ein sehr schönes Gebäude. Vor allem die Architektur, die Zimmer. Es ist einfach nur genial. Das ist halt, das ist für mich unglaubwürdig, dass sowas leer steht. Ich meine, hier direkt über uns qualmt der Schornstein. Aber hier war, so wie das aussieht von den Fußabdrücken, niemand mehr drin seitdem. Außer jetzt vielleicht wir und noch jemand anderes als Urbexer. Aber das ist schon krass. Heizung läuft, Strom läuft, das muss doch einer bezahlen. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass es an der Zeitschaltuhr hängt, aber es ist irgendwie komisch. So, wir gehen erst noch einmal durch. Hier habt ihr noch einmal den Raum und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Kinderzimmer. Ja krass, hier ist direkt der Ort und hier sind überall Nachbarn. Also hier musst du auf jeden Fall vorsichtig sein. Beim Rausgehen dürfen wir auch nicht erwischt werden. Wir haben nämlich sehr weit weggeparkt. Schränke auch noch voll und es fühlt sich tatsächlich an wie ein Mantel. Ob es jetzt echt Pelzmantel ist, weiß ich nicht. So Leute. Einfach so verlassen. Alter. Es ist sehr krass. Einfach alles noch hier. Also wenn man sich das hier mal anguckt. Es muss ein Kinderzimmer gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder vielleicht auf jeden Fall von einem Teenager. Ihr seht, die Lampe leuchtet auch noch. Schöne Kunstpflanzen hier überall. Also es ist wirklich im Großen und Ganzen sehr, sehr, wirklich, wirklich ein schönes Haus. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, weil das unberührt ist, um es einfach zu sagen. Nee, es ist wirklich tatsächlich ein sehr schönes Haus. Und von der vom Einrichtungsstil gefällt es mir wirklich sehr gut. Es ist so, es hat schon was Retro an sich. Hier sind Plüschtiere. Ja, das ist ein typisches Kinderbett so. Also ich habe damals schon gesagt, in so einem Bett würde ich nicht gern pennen. Weil ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu klein. Was ist? Was passiert? Irgendwie, ich habe hier an den Telefon geguckt. Bei mir an den Telefon. Ja. Dann so geguckt so. Mach hier so ein bisschen. Und hier mal irgendwas. Tüdelü. So wie so Handy-Klingelton. Tüdelü ist Polizei. Also, ne, das hat sich angehört wie so Klingelton. War das hier drin? War das nicht draußen? Weil die haben auch so mit Walkie-Talkies, dass die piepsen können. Also das ist wirklich... Ja, hier ist sau viel. Jemand vorbeigegangen oder gefahren? Gefahren. Okay. Also mich würde mal interessieren, wer hier gelebt hat. Ich würde mich wundern, wenn die irgendwas drin liegt, was auch irgendwie Geräusche gemacht hat. Und du hast auf jeden Fall was gehört. Ja, als wäre hier irgendwie so Handygang, so klingeln. Okay. Deswegen sind irgendwelche... Leute, was sagt ihr zu meinem neuen Badge? Man weiß noch direkt, wer ich bin. Also hier liegt halt alles voll mit Krimskrams, ne? Alles voll. Wie
gesagt, wahrscheinlich denke ich jetzt, ich wäre verblendet, Nee, aber ich glaube, Alter, bei dem Haus wundert mich hier gar nichts. Wenn hier ein Telefon gehen würde, hier könnte noch die Oma im Bett liegen, das würde mich nicht wundern. Ich glaube, wir gucken erst mal rum und dann gucken wir nachher mal, dass wir alles gesehen haben. Ich würde sagen, Leute, guck mal, wie gemütlich das ist. Das ist safe ein Kinderzimmer. Guckt euch das mal an. Leute, ich blende euch mal ein Foto ein, dann habt ihr einen besseren Blick. Das sieht echt wunderschön aus, wie das Licht da leuchtet. Wegen dem Geräusch sind wir letztens abgehauen. Diesmal nicht. Hier läuft eine Pumpe. Komm, wir gucken mal schnell unten. Da können wir nachher direkt von oben. Komm, lass schnell runter. Leute, das hier ist krank. Das ist wirklich krank. Ihr könnt jeden Moment... Aber hier sind lauter Spinnenweben. Und hört mal. Es fühlt sich an, als würde hier noch... Stand das Fahrrad letztens schon da? Scheiße, Alter. Ich geh kurz gucken. Alter. Hallo? Alter, ist das heiß hier unten? Okay, das ist krank. Kannst drin kommen? Alter, Leute, guckt euch dieses wunderschöne Zimmer mal an. Das hier ist nochmal ein anderes Level. Guckt euch mal an, wenn ich jetzt noch Licht anmache, wirklich ein anderes Gefühl. Okay, das ist krass. Guckt euch mal an, wie schön dieses Bett gemacht ist. Das erinnert halt wirklich an Frankreich und wir sind nicht in Frankreich, will ich mal sagen. Aber allein wie das Bett hier noch gemacht ist, das ist einfach so schön. Hier haben wir eine Sitzgelegenheit, wo man hier essen konnte. Vielleicht war das hier unten so eine separate Wohnung. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber echt schön, auch überall in diesem Haus, was du wiederfindest, sind diese echt massiven Holzschränke hier. Also das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Hier sind sau viele Fotos von den Leuten, die hier gelebt haben. Aber ich zeig's besser nicht. Hier geht's einfach nur um die Architektur und um die Möbel und um die Einrichtung. Die Heizung ist ausgegangen, Paul. Das ist aber komisch. Ja, die ist ausgegangen gerade. Sag mal, sind die Reifen da platt? Ja, die Reifen sind platt. Ah, hier, guck mal. Hier steht noch ein Rollstuhl. Das heißt, die Person muss auf jeden Fall hilfsbedürftig gewesen sein. Beziehungsweise krank. Schade, echt. Also mich würde interessieren, was hiermit passiert ist. Also hier wird sich anscheinend aktiv, wie gesagt, drum gekümmert, dass es nicht verfällt. Aber warum lässt man es dann trotzdem so einfach hier stehen? Mit dieser Einrichtung. Und lässt die Tür aufstehen. Tür zu... Dann wäre alles erledigt. Manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Sowas dürfte ja gar nicht offen stehen eigentlich. Sowas dürfte nicht offen stehen, wenn man ehrlich ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter. Alter, das ist eine ganz andere Liga, das hier. Hier haben wir noch ein Schlafzimmer. Das hier sieht sehr verräumt aus. Also hier wurde auf jeden Fall mal was gemacht. Wir waren hier schon mal. Ich will es nur noch mal betonen. Wir waren hier schon mal, haben aber kein Video gedreht, weil wir gedacht haben, dass es nicht verlassen ist. Jetzt haben wir gesehen, dass das Gebäude so langsam zuwächst und wissen mittlerweile, dass es verlassen ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn dieses Gebäude nicht geheizt werden würde, wäre dieses Gebäude schon unten komplett durchgefault. Weil das muss laut Google Maps schon so lange leer stehen. Ich weiß, man sieht es nicht. Aber ich denke, das steht bestimmt schon über mindestens 5 Jahre. Ist das Ding verlassen. 5 Jahre. Und in 5 Jahren wäre dieser Keller, diese Decke, das wäre alles schon am Tropfen. Also irgendeiner muss sich denken, okay, ich will nicht, dass das vergammelt. Heizen wir einfach mal. Das kostet ja einen Haufen Geld. Ich meine, die Heizung steht hier die ganze Zeit auf 5 im Winter. Ja. Ne? Das kostet alles Haufen Geld, ne? Was sagst du zu dem Haus? Also, was ich zu dem Haus sage, das ist mal wieder so ein Ding, wo du einfach reingehst und dir denkst, what the fuck, was gibt's denn nicht alles? Das stimmt. Du denkst dir nicht, wenn du an Lost Place denkst, denkst du an so Buden mit Verfall und Schimmel. Aber ich will nur mal betonen, wenn das hier nicht geheizt werden würde. Ich bin der Meinung, laut Google Maps steht das schon über 5 Jahre leer. 5 Jahre, überleg, was in 5 Jahren passiert. Kann hier schon alles verschimmelt sein. Und das finde ich in dem Sinne gut, dass das erhalten wird. Es wird aber... Es wird irgendwie, es wird erhalten, es wird erhalten, ja, aber es, nicht so viel die Runde es juckt trotzdem keinen. Der geht doch keiner gucken, warum lässt man denn die Tür einfach offen? Also wenn sich hier einer kümmern würde, wer ist denn so blöd und lässt die Tür offen? So, wir machen hier mal das Licht aus. Zack. Einfach Hammer. Was ist das denn? Ah, guck mal, ganz viele Marmeladengläser sind hier. Ah, komm, ey, ich fühle mich unwohl im Keller. Paul, ich fühle mich unwohl. Ich mach Licht aus. Okay, Leute, hier habt ihr das noch einmal ein bisschen mehr Licht mit Taschenlampe. Wir gehen jetzt aber wieder hoch, weil wir hier wirklich nicht wirklich ein gutes Gefühl haben. Also,
Person hat ein Fahrrad und einen Rollstuhl. Das muss irgendwas Krankes sein. Spricht sich irgendwie. Alter, was ist denn hier? Alter, hier, Alter. Guck mal, das ist mir, das haben wir, darauf haben wir gar nicht geachtet, Paul. Hier ist noch eine komplett unberührt eingerichtete Werkstatt. Und hier ist es dann wieder kühl, ne? Sehr angenehm. Beim Haus ist es wirklich sehr warm. Guckt euch das mal an. Daran sieht man, dass es unberührt ist. Hier war noch niemand. Bosch. Hier liegen so teure Werkzeuge drin. Alles wirklich, was das Herz begehrt. Alles teuer wie Sau. Und trotzdem steht's hier noch. Das sind geheime Orte. Und das ist schön zu sehen. Die Garage können wir mal hier zeigen. Also, ich glaube, du bist derselben Meinung wie ich. Drückst du hier nur einen Knopf, geht diese Garage hoch. Die ist elektrisch, ne? Das ist Elektromotor, ne? Ja. Guck, du siehst, dass die elektrisch ist. Ja. Ja, würdest du den Stecker reinstecken? Aber guck mal, das ist mir aufgefallen. Die ist verbarrikadiert. Ja, wäre doch nur die Tür verbarrikadiert. Was halt krass ist, guck dir das mal an. Warum hängt hier bitte ein Kalender von 1990? Das Haus kann niemals seit 1990 leer stehen. Das kann mir keiner erzählen. Ist wahrscheinlich noch ein alter Kalender von früher, weil da ist schon ein spezieller Kalender, ne, mit ein paar tollen Bildern. Hier ist ein Kalender von 1996. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hubschrauber. Zu. An sich ist es ja gut zugemacht, ne, aber irgendwie auch nicht. Was immer wichtig ist bei so Locations, egal wo du hingehst, ne, Video geht erstmal nicht vor, sondern... Ah, warte mal. Warte mal. Hier geht auch noch Strom drin, krass. Hier ist auch noch eine Fernbedienung. Geht die? Die haben einen Sessellift. Ja, also Treppen gehen war bei der Person wohl nicht mehr da, ne? Aber der funktioniert irgendwie nicht. Muss man den irgendwo einschalten? Irgendwo musst du den noch einschalten können. Ja, aber dort. Doch. Hier steckt ein Schlüssel. Das sind auch die kleinen Dinge, worauf man achten muss. So Leute, wir gucken uns jetzt mal die Küche an und dann gehen wir auch raus. Wir haben jetzt schon mehr gesehen, als wir überhaupt sehen wollten. Das ist schon mal gut. Die Küche ist sehr kalt. Also hier wird nicht drin geheizt, beziehungsweise hier ist kein... Doch, da ist eine Heizung, die ist aber aus. Hier auch wieder schöne Lampe, schöne gemütliche Ecke und auch wieder diese richtig massiven Schränke. Krass. Wirklich, wirklich schön. Also ich finde es doch irgendwie gut, dass das erhalten wird. Weil man könnte, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, man könnte hier ohne zu renovieren, denke ich, wieder einziehen. Falls ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, sagt es mir gerne. Wow. Das sieht man tatsächlich von außen. Da waren wir uns am Anfang nicht sicher, ob das wirklich Lost ist. Ja, und ihr seht, wir stehen hier drin und es ist tatsächlich... Ein verlorener Ort. Ein waschechter verlorener Ort. Krass. Wirklich, wirklich schön. Mich würde interessieren, wo der Kühlschrank ist. Das ist kein Kühlschrank. Sag mal, hatten die keinen Kühlschrank oder was? Nein. Die hatten keinen Kühlschrank, will ich mich veräppeln? Ready, hier ist nirgendwo ein Kühlschrank. Man würde meinen, da ist der Kühlschrank, aber das ist keiner. Ne, das ist keiner. Ofen wird wahrscheinlich auch gehen. Ja, Ofen funktioniert. So, einmal noch Licht. Aber das machen wir auch schnell wieder aus, weil sonst werden wir gesehen. Leute, fast hätte ich es vergessen. Oh, Leute. So geht hier das Licht an. Alles so in Mintfarben. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ist ein guter Kontrast zum Wohnzimmer, wo gefühlt alles rot ist. Hier sieht man mich. Mit meinem neuen Lost Place Badge. Schaut, was euch gefällt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bartwuchs ist auch mittlerweile ein Fortschritt. Außer mein Bart, der fällt hier ein bisschen aus. Na, Leon Urbex, macht ihr da nichts draus. Das war wieder so ein dummer Spruch. Ja, hier geht noch Wasser. Es ist so ein Fall für sich. Man sieht, dass hier lange keiner mehr sein Geschäft gemacht hat. Ne? Auch wenn man hier reinguckt. Ne? Man sieht's. Aber es geht halt noch alles, ne? Das ist wieder so eine ganz andere Sache. Sind wir da hier oben? Hier ist es am kühlsten drin in dem Raum, komischerweise. Ah,
wir sind komplett umzingelt von Nachbarshäusern. Das ist halt das Krasse hier drin. Du bist halt so richtig präsentiertellermäßig unterwegs. Oh je, wenn die Nachbarn wüssten, was wir hier machen, dann wäre vorbei. Was mir hier wieder aufgefallen ist, ne, das hier ist so eine Friseurhaube, für die Haare zu föhnen, glaube ich. Was ist das? Ist das ein Häcksler? Okay. Ja, das ist das Zeichen, dass rauskommt. Komm, das machen wir ordentlich wieder weg. Das machen wir hier unten rein. Das wollten wir jetzt natürlich nicht. Aber ist schon krass, ne? Wenn du, wir sind immer noch in einem verlassenen Haus. Das ist es. Das ist es, ne? Und wenn ihr das wieder... Das ist unglaublich. So, Leute, Licht aus. Wir haben gerade die Info bekommen, dass vor dem Gebäude jemand hält. Gebt ihr noch einmal die Räume? Okay, einmal zeige ich euch noch das Wohnzimmer. Einmal müsst ihr noch das Wohnzimmer sehen, zum Schluss. Guckt euch einmal noch das hier an. Das ist wunderschön. So, Leute, und in dem Sinne würde ich sagen, war es das noch nicht mit dem Video. Die Abmoderation gibt es im Auto, weil es kann immer was passieren beim Rausgehen. Hier habt ihr nochmal den Blick auf diese wunderbare Location. Und ich würde sagen, bis gleich. Okay. Warte. Ich komme hier hin. Stopp. Steht genau wie euer Auto. Ist gerade weggefahren. Ich bin hier drin. Ich mach zu. Nee, gab nichts. So ist es. Ja, aber die war zu. Die war zu. Ja. Okay, danke schön, dass du aufgepasst hast. Ja. Also ich kann dir erzählen. Lost. Du gehst rein, die Heizung ist zwar auf Hochtouren, aber es ist definitiv lost. Du gehst da durch Spinnenweben, bist voller Spinnenweben. Da wohnt niemand mehr. Auch alles voller Mücken und alles tot. Aber das war wirklich krass. So, Leute, Abmoderation gibt's gleich. Und in dem Sinne würde ich sagen, hoffe ich, euch hat dieses wunderbare Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, euer Leon Erbex. Ciao.